willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast, Thea Dorn. Wunderschönen guten Tag. Frau Dorn, Sie sind ja ganz sicher bibelfest. Und wir alle kennen den schönen Spruch, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Und wenn es gut gewesen ist, köstlich gewesen ist, ist es Mühe und Arbeit gewesen, werden wir dann demnächst sagen, unser Leben wäre 150 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 250, um mal so einzusteigen, wenn wir gleich über Ihren neuen Roman reden. Also, dass das Leben möglicherweise 120 wären kann, ist vielleicht gar keine ganz grelle Zukunftsmusik. Nee, also eigentlich alle Altersforscher, mit denen ich mich unterhalten habe für die Recherchen zu meinem Roman, selbst die Konservativen sagen, also es gibt schon Menschen, die 120, 122 geworden sind. Eine kettenrauchende Französin hat das bisher geschafft. Die hält den Rekord mit nachgewiesenen 122. Aber auch in Japan gibt es Herrschaften, die deutlich sich an die 120 annähern. Also das scheint so eine Art natürliche Maximalgrenze der Spezies Mensch zu sein. Also deshalb, wenn denn das in unserem Westen so mit Wohlstand und Frieden weitergeht, gehen eigentlich alle davon aus, dass die 120 in den kommenden Generationen immer häufiger erreicht werden. Aber spannend wird es ja da, genau, wo die auftauchen, wird, ja. Die sagen, na ja, geknackt wird. Die 120 sind aber nicht das allerletzte Wort, denn es gibt in der Natur Lebewesen, keine höheren, aber erstmal einfache Lebewesen, wie zum Beispiel Wimperntierchen, die sind unsterblich. Und was können wir als Forscher von diesen unsterblichen Lebewesen lernen? Und dann sind wir natürlich mitten im Bereich der Biotechnologie, der Gentechnik und so menschliches Genom verändern, dass auch Menschen in den, nennen wir es erstmal, leichtsinnig Genuss, ob es einer ist, darüber werden wir reden müssen, in den Genuss einer Unsterblichkeit kommen. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn bei Ihren Recherchen gekommen? Welchen Eindruck haben Sie? Also, wo liegt Ihre Erwartung? Wird diese Grenze geknackt, weil sozusagen die Sterblichkeit der Zellen aufgehoben werden kann? Oder glauben Sie das eher nicht? Ganz schwer. Also ich habe in Hessen Abitur gemacht, was den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass ich Biologie und Chemie als allererste Fächer abwählen durfte. Ja. Das heißt, es war für mich eine erhebliche Recherchereise, jetzt mich in die Molekularbiologie, in die Biotechnologien, die in dem Roman eine wichtige Rolle spielen, einzurecherchieren. Deshalb wäre es jetzt sehr vermessen, wenn ich, die ich noch vor 5 Jahren überhaupt keine Ahnung von diesen Themen hatte, jetzt Prognosen wage. Aber insgesamt muss man sich klar machen, dass, mein Gott, wie wurde der Mensch verlacht, der sagte, wir fliegen eines Tages mal durch die Lüfte. Das war sozusagen eine mythische Figur, die böse endet, weil sie abstürzt. Krankheiten, die jahrhundertelang für unheilbar galten, sind heilbar. Also deshalb, ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Sagen würden Sie sich denn wünschen? Der Mensch hat Wünsche, aber auch sich selber. Oder, das ist ja wirklich eine Streitfrage, nehmen wir mal an, es gelänge, ob es nicht dann irgendwann furchtbar öde wird. Ja, da müssen wir jetzt fürchtlich doch mit. Und dann werden ja doch welche sterben durch Unfälle und so. Also die haben dann ein ganz grausames Schicksal. Ja, oder es wird vielleicht der letzte große Luxus werden, zu sagen, ich beende mein Leben, ist dann sterben, der ultimative Luxus. Also da müssen wir jetzt dann doch, glaube ich, ziemlich mitten in den Roman reinspringen, weil es fällt mir sehr schwer, auf diese Frage quasi politisch-essayistisch zu antworten. Weil ich habe mir ja in den letzten Jahren zwei Alter Egos, falls man das so im Plural sagen darf, zwei Figuren geschaffen, die genau diese Frage mit radikal unterschiedlichen Standpunkten verhandeln. Also da habe ich zum einen diese Molekularbiologin, irgendwie 40-jährig, Johanna heißt die Dame, Johanna Marwitt, und die erklärt der Sterblichkeit den Kampf. Die sagt, der Tod ist ein Auslaufmodell. Die forscht in Harvard, ist da. Nö, sie ist eigentlich an einem oberbayerischen See, einem deutschen Institut. Aber sie ist nach Amerika, es beginnt in Amerika. Genau, es spielt im ersten Teil an der Ostküste, weil in Deutschland haben wir ja notorisch Beschränkungen, da werden wir sicher auch noch drüber reden. Dark Harbor ist ein fiktiver Ort an der Ostküste, irgendwie New England, kann man denken. Und da forscht die nun also, weil sie eben in Deutschland mal wieder an Grenzen gestoßen ist. Und die hat also nun wirklich das Projekt, Sterblichkeit abzuschaffen, mit dem Argument, wo ich einige Triftigkeit sehe, zu sagen, ist denn das nicht einfach der konsequente Weg, wenn wir uns die Menschheitsentwicklung, die Zivilisationsentwicklung seit den Anfängen angucken, ist nicht das, was wir Menschheit machen, ein Stück für Schritht zurückdrängendes Unterworfensein dessen, was man Schicksal oder, wenn man religiös ist, Gott nennen kann. Und ist es dann nicht einfach konsequent zu sagen, wenn es uns eines Tages technisch machbar ist, dann müssen wir auch diesen Tod, der im Augenblick die letzte gewaltige Macht ist, der wir
wir unterworfen sind, dann müssen wir auch dieser Macht den Krieg erklären. Mhm. Und es gibt Firmen, die das tun. Also zum Beispiel Google hat 2013 eine Tochterfirma namens Calico, California Life Company, gegründet. Da hat die Time dann sehr reißerisch getitelt, Google versus Death, also Google gegen den Tod. Ja, die sind tatsächlich mit Milliarden-Etats damit befasst, genau ein solches Projekt zu verfolgen, die Sterblichkeit abzuschaffen. Aber die trifft ja nun auf einen ganz anderen Typen, sag ich mal. Einen Menschen, der erst verlottert und alt wirkt, aber das Alter ist dann etwas unbestimmbar. Und das ist nun eine wesentlich, wie soll ich sagen, ich hätte fast gesagt märchenhaftere Figur, aber es ist ein Mensch, der real existiert hat, Johann Wilhelm Ritter. Der Name war mir nicht geläufig zu meiner Schande, obwohl der eine Menge geleistet hat und war Zeitgenosse Goethes und anderer und hat, ich weiß nicht, ultraviolettes Licht zum Beispiel entdeckt. Aber er war vor allem ein Elektrizitätsforscher, ein früher. Und er hat sich selbst galvanisiert und an einer empfindlichen Stelle, selbst unter Strom gesetzt. Und dem ist nun sozusagen als Schicksal das ewige Leben passiert. Also in meinem Roman, der Echte, muss man vielleicht einmal um der enzyklopädischen Pflicht Genüge zu tun. Aber in Ihrem Roman lebt dieser Mensch also noch, was die natürlich nicht glaubt. Naja, der ist zunächst würde man sagen, ist doch eine sehr skurrile Paarung. Das ist eine verdammt skurrile Paarung, Herr Forster, haben Sie recht. Aber ich meine, wovon leben Romane, wenn nicht davon, dass sich sehr unwahrscheinlich Menschen begegnen und erkennen müssen, dass sie aber quasi das anderen Schicksal jeweils sind. Also eben, Sie haben völlig recht, diese Johanna denkt am Anfang, sie lernt diesen Ritter, der ist ein abgerissener Kerl, der muss sich als Bagger, als Tütenpacker in einer Kasse im Supermarkt in den USA verdingen. Und sie will eigentlich nur nett zu dem sein am Anfang, das geht aber alles schief und er hält sie umgekehrt für den Teufel. Also es ist wirklich ein denkbar windschiefer Start, den die beiden haben. Und dann muss sie eben Schritt für Schritt peu à peu die Erfahrung machen, dass der Kerl das, was sie in mühevollster Kleinarbeit seit Jahrzehnten versucht, der Natur abzutrotzen, dass der das irgendwie kann, aus welchen Gründen auch immer. Also das erforscht sie durch das Buch hindurch, scheint dieser Kerl unsterblich zu sein. Und ihm selber ist das aber, also er ist überhaupt kein glücklicher Mensch. Er sieht sich verdammt und bestraft. Ja, er hält das eher für den Nachweis seiner Verdammnis. Man sollte vielleicht auch noch sagen, dieser Ritter, der Echte, so wie meiner, sind Pfarrerssöhne. In einem schlesischen Pfarrhaus wurde Herr Ritter 1776 geboren. Das heißt, ich gebe ihm eine tatsächlich sehr tiefgehende Frömmigkeit. Also das ist ein Mensch, der anders als unsere leichtfertigen Zeitgenossen, der glaubt noch an die Hölle, der glaubt auch an ein ewiges Leben im Jenseits, wo er aber sicher ist, er wird nicht ins Paradies gehören, sondern er kommt in die Hölle. Deshalb hat er Angst vorm Tod. Mhm. Und die beiden liefern sich... Aber er leidet auch an diesem ewigen Leben, nicht? Und natürlich, er ist ganz... Also auf dem Schlachtfeld, wo er normalerweise verbluten müsste, das überlebt er eben. Und wenn ihm ein Finger, weiß ich was... So wächst das zum Beispiel nach. Dann wächst das schnell nach, und... Nein, und er ist natürlich auch ein unfasslich einsamer Mensch. Also ich hatte das Vergnügen aus der Verwandtschaft meines Lebensgefährten, die haben anscheinend extrem gute Gene, da wenn man die Grabsteine sich anguckt, ist kaum einer vor 90 ins Grab gegangen. Also da sind auch einige mit 100 dabei. Und einige von denen, die vor den Gräueln des Dritten Reichs emigrieren mussten, habe ich als sehr alte Menschen noch in Israel und in den USA kennengelernt. Und da habe ich sehr, sehr klar gespürt, was das bedeutet, wenn Zeitgenossenschaft radikal verloren gegangen ist. Also das waren Menschen, die saßen noch in Konzerten, die Richard Strauss dirigiert hat. Die hätten bei Freud an der Tür klingeln können, wo wir ja sofort denken, mein Gott, Dinosaurier. Aber das sind deren Jugenderfahrungen. Und der Ritter kann natürlich gar nichts mehr teilen. Gleichwohl, wie sind Sie nun auf diesen Ritter eigentlich gekommen? Weil Sie haben ja auch von der Recherche schon gesprochen, also den da sozusagen einzubauen. Und im Grunde auf beiden Ebenen, historisch und in der heutigen Naturwissenschaft, Sie haben ja von Recherche Schlachten war irgendwo die Rede. Das darf aber man ich so denke, nennen denke Schlachten Fall. Sind vielleicht noch aufführender, spannender, interessanter. Ich stelle mir das eher als ziemlich mühseliges Beackern großer Felder vor, Nein, das kann die Recherche. Man nicht sagen. Also der Teil, der die Recherche um die Figur von Ritter betraf, den habe ich wirklich mit größter Leidenschaft gemacht. Also mein letztes Buch hieß ja Die deutsche Seele und es ging um die Erkundung deutscher Eigenarten, also so eine Art Kulturgeschichte auch des Deutschen. Und damals hatte ich mich schon sehr in das Deutschland der Zeit um 1800 rum verliebt. Also genau jenes Deutschland, in dem der Ritter seine besten Jahre hatte. Und deshalb war das für mich eine große Freude, diese Zeit, die, glaube ich, wirklich die wachste ist, die Deutschland jemals hatte. Also das ganze Spektrum von Goethe auf der einen Seite, der Klassiker, der über allen Wassern schwebt, dann so ein
ja, Extremist wie der Kleist, der da rumspringt, die großen Denker, dann diese durchgeknallte Romantikerbande, die da in Jena sitzt und die ganze Welt jeden Tag neu erfindet, zu denen eben der Ritter gehörte, der war gut befreundet mit all denen. Also deshalb war das eine wunderbare Recherche. Aber ich bin auf den gekommen, weil ich hatte tatsächlich das bescheiden vermessene Projekt zu sagen, ich will an diesen Fauststoff ran. Ja. Und ich wusste auch, ich will keinen reinen Gegenwartsroman schreiben. Das scheint mir beim Faust ungehörig. Ich glaube, ein Fauststoff, der nicht auch diesem 500-jährigen Echoraum, den dieser Stoff ja in der deutschen Kultur hat, irgendwie nachspürt, das hätte mir zumindest keine Freude gemacht. Und deshalb wusste ich, ich will eine Figur dabei haben, die mit mindestens einem Bein oder vielleicht sogar beiden Beinen aus dieser Zeit, spätes 18. Jahrhundert kommt. Und ich hatte einen Steckbrief im Kopf. Also ich wusste, ich will einen Mann, 1770 geboren, bloß keinen Komponisten. Das hat Thomas Mann schon in Dr. Faustus erzählt. Gerne Naturwissenschaftler, also einen, der tatsächlich über die Grenzen der Menschheit springen will, der erkennen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich fand aber nicht so richtig jemanden. Und dann habe ich einen wunderbar belesenen, gebildeten, kundigen Archivar vom Goethehaus, vom Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt kennengelernt. Und der sagte, wie aus der Pistole geschossen, kennen Sie Ritter? Und so fing dann meine innige Freundschaft mit Johann Wilhelm Ritter an. Ja, der Fauststoff, also jetzt könnte jemand sagen, belastet sie diese große Tradition. Man könnte natürlich auch sagen, also Goethe vorher schon, ich weiß nicht, Marlow, es war ja schon mal ein großer Stoff. Dr. Faustus Thomas Mann nach dem Krieg. Daher könnte man natürlich auch frech sagen, haben sie es nicht eine Nummer kleiner? Also sie greifen da nach den Sternen unseres literarischen Himmels? Die Frage habe ich mir natürlich selber gestellt, aber ich habe sie so beantwortet mit der schlichten Gegenfrage, warum eigentlich? Also natürlich riskiert man, aber das riskiert man mit jedem Buch, krachen zu scheitern. Und ein Buch, das von vornherein auf Nummer 8, ich bleib mal in dem Gehege, das mir die Gegenwartsliteratur irgendwie angewiesen hat, also dann kann man es doch auch sein lassen. Also ich habe immer einen Respekt auch vor gescheiterten Büchern gehabt, die sagen, doch, da riskiert einer was. Da schreibt sich einer im Zweifelsfall um Kopf und Kragen. Ist mir lieber als so eine auf Nummer sicher, in einem auch biografisch abgedeckten, wo ich dann viel erfahre über Kindheiten in Bielefeld oder Kindheiten in Karl-Marx-Stadt. Und das kann dann mal größere und mal kleinere Literatur sein. Aber ich empfinde es als einen großen Verlust, dass sich die Kollegen schon so lange nicht mehr an die großen Stoffe von den Nibelungen über den Faust, das ist ja nicht so. Und zum Beispiel um 1800 rum, ich meine, das ist ja auch alles kein Gegenwartsstoff für die. Die haben sich ja auch auf diese historischen Stoffe immer wieder gestürzt und wollten sie sich für ihre Zeit aneignen. Ja. Und mir erscheint der Faust einfach, das ist ja nicht nur eine Marotte, ich bin ja jetzt nicht durch den Supermarkt der deutschen Mythen gegangen und habe gedacht, ach, legen wir mal den in mein Wägelchen, sondern der Faust treibt mich lange um. Also ich kenne dieses Stück, diesen Stoff seit über 30 Jahren sehr, sehr gut. Ich konnte mal weite Teile von Faust 1 auswendig zu Schulzeiten. Und es erscheint mir die Figur für unsere Gegenwart. Also weil ich bin sehr davon überzeugt, dass wir an einer ganz komischen Epochenwende stehen. Also falls es noch Menschheit gibt in ein paar hundert Jahren, die rückblickend sich unserer erinnern wird, unserer Zeit, glaube ich, man wird mal über uns reden, wie man vielleicht über die Zeit um 1500 geredet hat, wo man heute sagt, das ist der endgültige Umbruch vom Mittelalter in die Neuzeit, oder die Zeit um 1800, wo wir heute sagen, da fingen die tatsächliche Hochmoderne richtig an, die Industrialisierung geht los, die Naturwissenschaften differenzieren sich aus. Und ich glaube, dass wir was Ähnliches heute erleben. Es ist jedenfalls klar, dass etwas völlig Neues entsteht. Ja, und das ist immer der Moment, das ist die Stunde des Fausts, um pathetisch zu sagen. Also der alte Faust, das hat ihn ja vermutlich sogar gegeben, einen Alchemisten, Schwarzkünstler. Ja. Das war ein Zeitgenosse von Luther, also der lebte um 1500 rum. Und dann taucht eben so, sagen wir mal, von 1750, 60 bis eben 1830 rein, ist alle naselang ein Faust. Das ist ja nun wahrlich nicht nur Goethe. Ja. Klinger hat einen ziemlich interessanten Faustroman geschrieben. Lenau ein sehr, sehr schönes Faustgedicht. Heinrich Heine wollte immer einen Faust schreiben. Wagner wollte einen Faust komponieren. Also dieser Stoff andere haben es getan. Jedem in der Seele gebrannt. Und das ist, glaube ich, wirklich kein Zufall. Also das ist die Figur, wo man ausloten kann, Menschheit, wohin willst du und über welche Grenzen willst du gehen? Faustus heißt ja glückselig und Sie nennen Ihr Buch die Unglückseligen. Genau. Warum? Weil beide am Ende, nicht nur weil die am Ende da
darf man vielleicht verraten, ist ja kein Krimi am Ende. Nein, kein stirbt. Schluss verraten. Kein nicht, Schluss, nein. Nicht den Schluss verraten. Kein Krimi also gut, jedenfalls, dann lassen wir das mal offen. Also das Ende ist ein Ende. Und, es sind eben die Unglückseligen. Daraus. Finden Sie, dass Faust glücklich, also ich konnte mir Faust nie als glücklichen Menschen vorstellen. Nein, das ist ja auch, angeblich soll das ist ja sehr Faust eindeutig, ja dass er nicht, es geht ja um die Frage, ob er überhaupt noch einen Augenblick als glücklich. Eben, also schon der Volksbuch Faust ja ist ganz sicher kein Glücklicher. Ja. Ja. Und also der bei Goethe auch. Goethes, nein, der ist nicht glücklich. Vielleicht im letzten Augenblicke eben angeblich, aber da ist er schon. Das ist ganz klar, er wird zwar errettet. Genau. Aber eigentlich. Und der ist ja auch umnachtet und erblindet und also und, so ganz glücklich. Und die Lemuren sind da am Werk und er, also dieses und berühmte. Leverkühn bei Herrn Mann ist definitiv auch kein glücklicher Mensch, nein, der sozusagen jeder warmen Liebe entsagen aber muss. Aber es ist ja Ihre Entscheidung, die glücklich oder unglücklich zu zeichnen. Warum Faust Doktor glücklich oder Doktor glückselig heißen soll. Für mich war der immer ein In-Faustus. Ja. Und da ich diese Figur ja gewissermaßen verdopple, also indem ich diesen alten Faust-Charakter habe, also den Ritter, und für mich ist meine Molekularbiologin, die auch die Grenzen der Menschheit sprengen will, ist für mich ein heutiger Faust. Und damit sind es zwei und deshalb sind es die Unglückseligen. Es kommt ja auch der Teufel vor. Das heißt, er ist eigentlich nicht so sehr mephistophelisch. Er ist eigentlich, wenn man ihn als Luzifer sieht, der Engel des Lichts, der Gefallene, dann machen sie damit sozusagen ernst. Also das Christentum, die Religion ist frei nach Nietzsche. Eine ziemlich düstere Veranstaltung, die den Menschen sozusagen runterzieht. Und dieser Teufel verkörpert ja eigentlich das, was aus der Sicht des aufgeklärten Menschen etwas Gutes ist. Das Licht, die Vernunft, wie Prometheus, der das Feuer gebracht hat, eine solche Figur. Und der tritt auch auf, aber es treten auch sonst diese und jene Stimmen auf. Also Sie haben gerade Nikolaus Lenau erwähnt. Der spielte eine Rolle, weil Justinus Kerner eine Rolle spielt. Herr Kerner gehörte zu den Zeitgenossen, die auch im 19. Jahrhundert überzeugt waren, Altprotestant, dass es dämonische Besessenheiten gibt, sprich, dass Exorzismus her muss. Richtig. Und es gab tatsächlich zur selben Zeit einen Pfarrer in Möttlingen, einer kleinen Gemeinde auf der Schwäbischen Alb, der eine berühmte Geschichte, die bis heute überliefert ist, von pietistisch-protestantischem Exorzismus in den 1840ern gemacht hat. Und das ist natürlich ein viel zu schöner Stoff, um ihn nicht zu verwenden, wenn man schon mal... Wird ja immer vergessen, dass der Teufelsglaube im Protestantismus auch noch lange weitergelebt Moment bei hat. Eben, also, weil das ist natürlich war für mich eine entscheidende Frage, was mache ich mit diesem Teufel? Also, weil einerseits kann man sich auch nur lächerlich machen, wenn man als aufgeklärter Mensch, die wir doch alle sind, im Jahre 2013, 14, 15, als ich an dem Buch saß, jetzt irgendwie einen Teufel auftreten lässt. Also schon Goethe hat sich das ja nur noch mit einem Augenzwinkern geglaubt. Also der hat ja nicht wirklich an die Existenz eines Teufels geglaubt. Und deshalb war für mich der Punkt, ich musste verstehen, wer dieser Teufel ist. Weil es ist ja, wenn man sich, der Kurt Flasch hat letztes oder vorletztes Jahr ein sehr, sehr dickes und sehr, sehr kluges Buch über die verschiedenen Teufelsmythen geschrieben. Und aber auch da, diese Figur bleibt für mich komisch unscharf, wenn man den klassischen christlich-jüdischen Kanon nimmt. Und klar wird diese Figur erst für mich, wenn man sie tatsächlich eher als so eine Prometheus-Figur versteht, wie ich es mache. Da habe ich einen klaren Antipoden. Wenn man sagt, ein religiöses Prinzip, ein religiöser, frommer Weltzugang beinhaltet vor allen Dingen zu erkennen, dass man ein Unterworfener ist. Dass es da oben Mächte gibt, denen ich nicht wirklich was entgegenzusetzen habe. Ich kann sie allenfalls um Gnade anflehen, mir gewogen zu sein, aber ansonsten muss ich mich dem unterwerfen. Und dagegen gibt es das Prinzip Rebellion. Zu sagen, Mensch, lass dir von diesem Schicksal nichts bieten. Mhm. Aufstand. Und bei mir, mein Teufel ist sozusagen ein Ideologe, ein Rebellenführer, der eben nicht der Feind des Menschen erstmal ist, sondern das ist einer, der sich vorne hingestellt hat und den Rädelsführer gemacht hat, gesagt hat, Menschheit, den Kampf gegen den da oben, den gewinnen wir, wenn ihr. Und deshalb findet er natürlich so jemanden wie meine Johanna Marwitt, meine Molekularbiologin, ganz toll, weil das ist für ihn, wenn man das so sagen will, der finale Kampf. Wenn es, und da hat er, glaube ich, recht, also in dem Moment, in dem es gelingen sollte, die Sterblichkeit abzuschaffen, das ist die endgültige Todesstunde der Religion, da bin ich mir ziemlich sicher. Könnte gut sein, ja. Sie lassen den ja nun auftreten, den Teufel, hätten Sie nicht müssen, nicht? Also wenn ich so Kritiken, die ich gelesen habe, Revue passieren lasse, alle sind beeindruckt,
aber nicht alle sind begeistert. Und eine Kritik geht dahin, dass sozusagen zu viele Stimmen auftreten. Also nicht nur diese beiden sehr unterschiedlichen Figuren, auch wenn sie beide letztlich sozusagen das gleiche Ziel verfolgen oder der eine es schon erreicht hat und die andere es verfolgt. Und das sind ja auch noch andere. Es ist eben der Justinus Kerner, der vorkommt in einem Brief, der authentisch wirkt. Es ist der Teufel. Es sind dazwischen ja auch noch optische Elemente. Also da werden dann, weiß ich, das Genom da dargestellt oder Fledermäuse sprechen etwas. Also die Kritik geht ein bisschen dahin, eindrucksvoll sozusagen, grandios. Aber sehr viele heterogene Elemente. Da kann ich nur sagen, die Herrschaften haben kein Herz für Alchemie. Also ja, ich glaube, dass dieser Fauststoff es verlangt, dass man, also ich kann niemanden zwingen, diese Art von einem barocken Schreiben oder einem romantischen Schreiben. Das wollte ich auch sagen, es sind dann unterschiedliche Sprachebenen auch. Ja, ne? Und also wie gesagt, das sind Traditionen, die es ja auch alle mal gab im deutschen Erzählen. Ja, das ist, wenn Sie so wollen, radikal unzeitgemäß. Deshalb hat es mich auch nicht überrascht, dass es einige gibt, die mit diesem Buch wenig anfangen können, weil es ein wirklich in dem Sinne unzeitgemäßes Buch ist. Aber also für mich bedeutet dieser Fauststoff, also das war ein Alchemist. Und deshalb gibt es für mich auch sowas wie eine literarische Alchemie. Und das heißt eben nicht, ich vertraue einem sicheren, epischen oder was auch immer Erzählton und lasse das so wie meinetwegen in Dr. Faustus dann 700 Seiten durchrattern, also, die Erzählmaschine. So, also das habe ich vorhin auch noch vergessen zu erwähnen. Also eben auch Herr Ritter spricht so wie das Deutsch. Auch in Dialekten, Schlese, stammt ja eher aus Schlesien. Ja, der hat 1770ern in Schlesien das Reden gelernt. Muss ja eine Sauarbeit gewesen sein, auch für Sie. Also sich da sozusagen diese... Aber eine wunderschöne Arbeit. Also mir geht es anzueignen. Also ich leide mehr, wenn ich Zeitungen lese jeden Tag und mir dieses... Das kann ich nachvollziehen. Dieses runtergebrochene, wo kein Satz mehr länger als 7 Wörter sein darf, weil kein Mensch mehr es dann angeblich versteht. Also dieses anämische, blutleere, runtergebrochene Gegenwartsdeutsch, da leide ich viel mehr, als wenn ich da sitze und mich irgendwie monatelang mit den Eigenheiten der schlesischen Satzstellung beschäftige oder der doppelten Verneinung, die ist sehr hübsch im Schlesischen, kein Mensch nicht. Also, wenn Sie so wollen, ist dieses Buch ein radikales Plädoyer zu sagen, mein Gott, warum benutzen wir immer nur diesen Ausschnitt, den das Deutsche an Sprachmöglichkeiten hergibt? Warum spinnen wir nicht viel beherzter in alle Richtungen? Und deshalb ist bei mir, also eine Johanna, die einen schnoddrigen, mit Anglizismen angereicherten Gegenwartsjargon pflegt, bis über diesen Ritter, der eben sich sein Schlesisch-Kindheitsdeutsch bewahrt hat über all die Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis hin zu einem Teufel, der gerne gebunden, also der arme Kerl, der in der Hölle sitzt, muss nun auch noch gebundenes Deutsch reden, also gebundene Sprache, sprich Versmaß. Das war für mich selber beim Schreiben ein unendlicher Reichtum. Wer das beim Lesen nicht als Reichtum, sondern als Zumutung empfindet, das ist sein gutes Recht. Ich kann nur sagen, mir tut es leid, weil ich glaube, dass es insgesamt wirklich zeigt, dass es einfach eine große sprachliche Verarmung gibt. Die Autorin steht ja sozusagen über den Figuren, aber gibt es ein Stück Identifikation? Also ist Ihnen die Johanna als junge Frau sozusagen, sind Sie der näher oder gibt es eine Äquidistanz zumindest zu den beiden Hauptfiguren? Es gibt gar keine Distanz zu keinem von denen, fürchte ich. Man lebt ja, also ich bin ja... Sie leben sozusagen in allen Figuren. Ja, also ich habe 2 Jahre lang wirklich alle Schotten, also ich habe insgesamt 4 Jahre gearbeitet, wobei die ersten beiden Jahre im Wesentlichen Recherche waren. Und wirklich geschrieben habe ich 2 Jahre und habe auch erkannt, dass ich solche Dinge wie zum Beispiel die Sendung, die ich beim SWR moderiert habe, sein lassen muss, weil dieses Buch verträgt keine Ablenkung dieser Art. Also ich bin wirklich 2 Jahre in strikteste Klausur gegangen und bin auch teilweise nicht wirklich vor die Tür gegangen. Also man wird dann auch zu so einem komischen Einsiedelkauz. Und das erträgt man natürlich nur, wenn man dafür mit diesen Figuren lebt. Oder ich habe mir auch diesen Schutzraum geschaffen, dass ich mit meinen Figuren gewissermaßen alleine leben kann. Und also es ist, also wenn Sie so wollen, Sie haben zwar die Figuren aufgezählt, die dann noch durch diese Geschichte geistern, wie Herrn Kerner und so, aber im Grunde ist es doch, es sind die drei. Also es ist Ritter, die Johanna und der Teufel, die diesen 550-Seiten-Roman tragen. Das heißt, wenn ich in denen, also wenn mir nur einer unerträglich gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, dieses Buch nicht schreiben können. Sie haben ja ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Sie haben die deutsche Seele schon angesprochen, das war dieses Buch zusammen mit Richard Wagner. Wo in Essays, in Aufsätzen eigentlich ganz verschiedene Aspekte dessen, was eigentlich als deutsch gilt und sehr deutsch ist. Sie haben aber auch ja schon, Sie haben ein Drama geschrieben, Sie haben Drehbücher geschrieben. Fehlt eigentlich noch irgendwas? Gibt es irgendwas, was Sie
nicht gemacht? Also ein Theaterstück, kein Drama, aber ein Theaterstück geschrieben. Fehlt irgendwas? Ich glaube, also das einzige Genre, was bisher nicht vorkam, war Lyrik. Aber dadurch, dass ich jetzt immerhin einen in gebundener Sprache redenden Teufel habe, würde ich sagen, kann ich so auch nicht. Nein, also auch das empfinde ich eher als ein Reichtum, als eine Verzettelung. Und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme mir jetzt als nächstes den nächsten großen deutschen mythologischen Stoff und schreibe den nächsten Roman. Das wäre dumm. Also das macht man so nicht. Und das hat auch, glaube ich, kein Kollege vor mir getan. So gesehen bin ich fast sicher, dass das nächste kein Roman wird. Aber andererseits, es waren wirklich zwei mir sehr, sehr kostbare Jahre, weil... Also ich habe ja eben dadurch, dass ich 11 Jahre lang die Büchersendung beim SWR moderiert habe, doch sehr, sehr zur Kenntnis genommen, was die Produktion der deutschen Gegenwartsliteratur ist. Und es gab einfach ein wachsendes Unbehagen seit Jahren, damit zu sagen, warum wird das alles so klein und so normiert? Also mir fehlte wirklich, dass das Ausbrechen, sowohl auch formal als auch stilistisch und natürlich auch eine Relevanz der Stoffe. Also... Ich kann den Ausbruch, den Sibylle Levitscharow vor, wie lange ist es her, 2 Jahre oder so, als sie diese Rede in Dresden hielt, wo sie sich echauffierte darüber, dass die Reproduktionsmedizin sozusagen das ultimativ Böse ist. Ich teile ihre Position in keiner Weise, aber ich verstehe die Erregung, die sie da artikuliert hat. Und gerade, also ich kann es... Aber die kriegt ja im Buch so leicht einen mit, wenn... Ja, ich sage, ich teile diese Position nicht. Ja, ja, klar. Aber ich verstehe tatsächlich nicht, wieso wir so wenig in öffentlichen Diskussionen über dieses Thema, was wirklich das Antlitz der Menschheit verändern wird, egal welcher Durchbruch an welcher Stelle kommt. Ja. Zum Beispiel in diesen Tagen große Diskussion in der Wissenschaftswelt über das Schlagwort heißt Genome Editing. Also auf Deutsch können wir irgendwie sagen Genchirurgie. Das ist eine Methode, die vor wenigen Jahren von zwei Wissenschaftlerinnen erfunden wurde. Das heißt, man kann aus einem Gen einen Abschnitt rausschneiden tatsächlich und erzeugt dadurch genetisch veränderte Organismen. Das ist wichtig in Pflanzenzüchtung, aber wird auch massive Auswirkungen auf Krankentherapien haben. Also man geht davon aus, dass man da einen Durchbruch sowohl zum Beispiel bei AIDS-Bekämpfung als auch möglicherweise bei Krebsbekämpfung haben kann. Eine unglaublich bahnbrechende Entdeckung. In Deutschland hält man, es gab einen Aufruf vor wenigen Monaten von der Deutschen Forschungsgesellschaft, von verschiedenen Wissenschaftsakademien, die sagen, Leute, redet bitte öffentlich darüber. Da stehen Entscheidungen von maximalen Tragweiten an. Ja. Wollen wir Genome Editing? Wollen wir das nur zulassen bei Organismen, wo es dann nicht vererbbar ist? Wollen wir sozusagen genetische Manipulationen an der Keimbahn, sprich am Erbgut zulassen, die vererbt werden? Ich meine, das sind Menschheitsfragen. Allerdings, Und die wollen Sie in die Literatur hereinholen. Ja, warum nicht? Also ich verstehe tatsächlich nicht, warum nicht auf allen Ebenen. Literarisch, aber auch auf der berühmten Debattenebene. Also wir sind alle so damit befasst, angsterfüllt oder optimistisch dahin zu gucken, was mit der westlichen Welt so sein wird durch die Bedrohung von außen. Die Flüchtlingsdebatte, die Schlamassel, die sich ja auch weiter zuspitzen in Syrien etc. Aber die Frage, was eigentlich der Westen von innen an Veränderungen gerade produziert, die möglicherweise auch den Kern des westlichen Humanismus, Individualismus entweder angreifen oder radikal maximalisieren. Das sind alles Debatten, die kommen mir viel zu wenig vor. Gut, ein Grund gerade für die erzählende Literatur ist ja sicher, man erzählt normalerweise, sage ich mal, zumindest formal in der Vergangenheitsform. Und hier wissen wir alle nicht, wohin die Reise geht. Man muss es ein Stück weit antizipieren. Naja, nehmen Sie George Orwell, der wusste, also sozusagen, man muss jetzt nicht gleich immer dystopische Romane schreiben. Ja, aber das war nun noch sozusagen absehbar politisch, also der Weg in den totalitären Staat, wenn man will. Der zeichnete sich ja ab, das konnte man sozusagen extrapolieren. Oder Houellebecq, wenn er Unterwerfung schreibt, riskiert er ja auch ein Szenario, wie Europa aussehen könnte. Ich sage es auch nur als Erklärung dafür. Ich glaube, es ist ein anderer Punkt. Ich glaube, die Krux ist, es ist einfach wahnsinnig schwer zu verstehen, was da passiert. Also ich glaube, es hat mit der Komplexität der Naturwissenschaften heute zu tun. Also ich meine, die Zeiten sind sowas von gründlich vorbei, wo jemand wie Goethe sich noch einbilden konnte, er habe einen substanziellen Beitrag zur Physik, nämlich zur Farbenlehre. Also ich habe nicht eine Sekunde den Anspruch, dass ich einen substanziellen Beitrag mit dem Buch zur Molekularbiologie leiste. In keinster Weise. Also ich bin froh, wenn ich da einigermaßen unfallfrei durchgekommen bin und nicht im Wissenschaftler sagt, naja, aber Frau Dorn, was bisher noch nicht passiert ist, erstaunlicherweise. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass das natürlich unglaublich schwer ist, in eine Form zu übersetzen, wo wir überhaupt verstehen, was da passiert. Und da muss man natürlich auch sagen, ich
würde mir wünschen, es gäbe mehr Wissenschaftler, die imstande sind, überhaupt das Ganze uns erstmal so darzustellen, dass wir wissen, was wir als Literaten, als Philosophen, als Essayisten, als Journalisten, ja, was wir diskutieren sollen. Das ist auch sehr schwierig. Also, das kann man ja fast nur noch in Metaphern. Also wenn ich jetzt an die Quantenmechanik denke, da verstehe ich noch nicht mal die Fragen, ja? geschweige denn die Antworten. Den ethischen Kern, um den es ja am Schluss geht. Also zu sagen, wollen wir als Menschheit tatsächlich den Weg, den wir gegangen sind, konsequent weitergehen? Also alles, was wir an Schicksalsfaktoren ausschalten können, schalten wir aus. Gehen wir diesen Weg weiter? Ich vermute, wir werden es tun, weil es wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Immer und da müssen die anderen nachziehen. Das ist nicht passiert. Und es ist eben in einer Weise komplex geworden, dass man es nicht mehr so einfach versteht. Aber also ich empfinde das als wirklich ein riesiges Defizit, dass diese Diskussion nicht lebt. Weil da muss man dann nicht mehr da muss ich nicht den Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik und komplementärer DNA, das muss ich alles nicht verstanden haben, um zu wissen, will ich oder was hat es für Konsequenzen, darüber nachzudenken, wenn tatsächlich es zum Beispiel komplett in die Verantwortung von Eltern übergeht, ob ihr Kind diese und diese Krankheiten haben wird, also dass ein Kind später seinen Eltern vorwerfen kann, warum habt ihr mich nicht quasi genetisch prüfen und behandeln lassen? Warum muss ich mit dieser Krankheit oder der krummen Nase oder dieser Unbegabung? Und schon sind wir natürlich bei unfassbar eingemachten Fragen. Gut, das ist ja in Deutschland ein Problem für sich, behandelt im Grunde den Kern der politischen Korrektheit, die im Grunde ja auch bei uns immer noch zum Teil mit einem Reflex auf 1933 bis 1945 ist. Also wir sind restriktiv, aber es wird ja nichts helfen in diesen Fragen. Es ist auch absurd, weil es natürlich Deutschland auch zum Forschungsschluss... Weil die anderen es dann eben einfach machen. Ja, natürlich. Also in China oder in Großbritannien. Dann haben wir das gute Gewissen. Und wir werden natürlich davon profitieren. Also, am Ende Sie werden es dann halt importieren, oder die Leute werden dorthin reisen. Möglicherweise tatsächlich keine ganz grobe Zukunftsmusik ist, wenn es einen Durchbruch zum Beispiel bei der Bekämpfung von AIDS aufgrund dieses Genome-Editing gibt, werden doch wir Deutschen nicht sagen, erstens mal, also wenn wir es sagen, wären wir dumm, weil dann können die Reichen, die sich leisten können, in andere Länder zu fahren, sich behandeln. Nein. Ganz sicher nicht durchzuhalten. Deshalb finde ich es tatsächlich schwierig, dass Deutschland weiter darauf beharrt zu sagen, wir haben sowieso schon mal Sonderstatus in dieser Diskussion. Aufgrund unserer eugenischen Verbrechen dürfen wir bei dem, was jetzt sozusagen an der Genfront diskutiert wird, gar nicht mitdiskutieren. Das ist nicht haltbar und deshalb kommt mir das als eine ziemlich heuchlerische Position vor. Und wie gesagt, diese Wissenschaftler, also die auch, mit denen ich gesprochen habe, die kommen sich da auch von öffentlichen Diskurs in Regen gelassen vor. Also bis hin zur Implantationsdiagnostik, da geht es ja schon los, ist ja immer das des Dammbruches. Also auch wenn man sagt, das wäre eigentlich vertretbar, ist es dann der Dammbruch und wo führt es dann hin, wenn sozusagen einmal die Büchse geöffnet ist und diese Kräfte entfesselt sind. Das führt ja zu der Frage, wenn wir sagen, vieles, was in Deutschland jetzt, was wir nicht wollen, machen die anderen und wir werden es irgendwann auch machen, ob wir wollen oder nicht. Wir können kaum sagen, wir haben eine globale Welt, aber wenn es irgendwie wie ein Problem sind, dann schotten wir uns eben da doch ab. Nein, und es schafft ja auch ein immenses Gerechtigkeitsproblem, weil das heißt doch unterm Strich, oder wir müssen wieder eine Mauer bauen, weil ich meine, die sich es leisten können, sich behandeln zu lassen, werden ins Ausland fahren, um sich behandeln zu lassen. Aber kann es ja sein, dass tatsächlich anderswo, ich sag mal, der Fortschritt Wege gibt, die wir alle für grässlich halten. Also ich halte auch das für möglich. Und wie würden wir damit umgehen? Wenn Sie so wollen, ist dieses Buch auch ein sehr melancholisches Buch. Das weiß ich nicht, aber ich habe irgendeine Befürchtung, dass ich sage, ich glaube, die Zeiten, wo Menschsein auf der Blüte dessen war, sozusagen das humanistisch nach allen Seiten gebildete, freie Individuum, ich fürchte, das hat seine besten Tage hinter sich. Also diese sympathische Erfindung des, sagen wir, Abendlandes, der in anderen Kulturkreisen in der Form ja eh nie so gewertgeschätzt wurde wie bei uns, was sozusagen irgendwie mit der Blüte der griechischen Antike anfängt, sich über die Renaissance emanzipiert und dann eben so um 1800 rum seinen Höhepunkt erlebt. Vielleicht ist das wirklich ein Auslauf. Also das, was mir so selbstverständlich als der einzige Grund, Mensch zu sein, vorkommt. Also das Humanum ist das Auslaufmodell. Vielleicht ist das aus verschiedenen Ecken heraus ein Auslaufmodell. Ich weiß es nicht, aber irgendein nostalgischer Instinkt sagt mir, es könnte so sein. Und deshalb war es mir in diesem Buch auch eine solche eben melancholische Wonne, noch einmal einen aufmarschieren zu lassen, der aus einer Zeit stammt, wo das wirklich in alle Richtungen blühte. Dieses schöne, freie, verrückte Individuum,
das ja auch heute von den Postmodernen sowieso nur noch belächelt wird und für eine Fiktion gehalten, politisch vom Rest der Welt für westliche Dekadenz gehalten wird. Und möglicherweise, also eben, perfektionieren wir es durch solche Sachen wie genetische Eingriffe ins Erbgut, Optimierung des Menschen. Also ist es noch ein Weg nach Perfektionierung oder ist auch das die Abschaffung, das Prinzip, dass der Mensch durch Erziehung, durch Kunst, durch Literatur zu bilden ist, dahin, dass man das einfach im Labor schrauben kann und dann wird er schon intelligent und gebildet und blauäugig und schön und irgendwas sein. Ich glaube, dass auch das die Verabschiedung von dem Humanum ist. So gesehen fehlt mir so ein bisschen der Anlass, wo ich den Optimismus hernehmen sollte, zu glauben, es wird schon gut gehen mit der Menschheit oder besser werden. Also letztlich bleibt eine Ambivalenz. Sie haben eben schon aktuelle Probleme angesprochen. Sie mischen sich ja auch immer wieder ein. Wobei, was heißt einmischen? Jeder darf sich zu allem äußern. Und warum Schriftsteller beispielsweise nicht? Also sie bringen sich ein in die Debatten, auch weil sie das eine oder andere nervt. Fiel ja schon das Stichwort politische Korrektheit. Was nervt Sie zurzeit? Ja, diese, also das nervt mich schon seit Jahren, diese Hysterisierungswogen. Also dass irgendwie man zwei Wochen lang einem Thema nicht entgehen kann. Also von der Apothekenumschau bis zu den Tagesthemen. Ja, ja. Aber wir reden jetzt nicht über Satire, oder? Genau, also ich wollte gerade eben, Sie wissen, was ich meine. Wir verstehen uns genau. Also zum Beispiel war das jetzt in jüngster Vergangenheit zwei Wochen das Thema, dem nicht zu entgehen war. Jetzt wird es schon schwieriger, auf einer unspektakuläreren, seriöseren Weise sich zu fragen, was treibt der eigentlich sonst noch so, Herr Erdogan? Wen verfolgt der noch? Ja, welche Sachen werden noch angezeigt? Ja. Das kriegt man schon, also das wird berichtet und man erfährt es irgendwie, aber es ist plötzlich doch auf die siebte Seite gerutscht von den Titelseiten. Ja, es lenkt ja ab, ja. Also und diese permanenten Erregungswellen, in die man reingezogen wird, um dann irgendwie zu warten, wo kommt jetzt denn die nächste Bö, in die ich rein muss? Und die ist aber dann auch, also ja, so Themen, wenn man denkt, mein Gott, also eben Griechenland-Krise, redet doch kein Mensch mehr drüber. Ich glaube nicht, dass kommt es... Kommt aber wieder. Kommt wieder? Also, glaube ich, ja. Ja, nein, es also, ist ja auch nicht so, dass die vorbei wäre. Ich nehme es an, weil die Krise nicht gelöst ist. Und, ja, eben. Also die war nicht gelöst, aber sie verschwand von den Titelblättern. Die ja immerhin zur Gründung einer, wie auch immer man sie einschätzt, einer neuen Partei geführt haben. Also diese Dauerbrenner, das ist ja erst weg, wenn tatsächlich in der Sache die Probleme gelöst werden. Das kann ja keiner. Nein. Jedenfalls nicht schnell. Und natürlich kann man auf so einem Erregungslevel, also das setzt ja auch ganz wahnsinnig schnell eine Ermüdung ein. Also man kann auf dem Erregungslevel, wie meinetwegen zuletzt das Thema Satire abgehandelt wurde, das hält man ja nicht. Also das war ja schon zwei Wochen oder wie lange es ging, war ja schon erstaunlich lang. Und natürlich ist mir klar, auch das ist eine völlig nostalgisch absurde Idee zu sagen, können wir nicht irgendwie anders darüber diskutieren? Also muss das alles immer greller werden? Und also weil das hat natürlich auch zur Folge, dass überhaupt nur noch Dinge über eine Wahrnehmungsschwelle geraten, wenn sie sozusagen eine gewisse Robustheit, um nicht zu sagen eben einen Beleidigungscharakter oder eine Plattitüde. Ja. Also zum Beispiel, wenn Frau Levitscharow, um auf das Thema zu kommen, vor zwei Jahren eine ausgewogene Rede gehalten hätte, wo sie ihren Bedenken gegenüber der Reproduktionstechnologie Ausdruck in wohlgesetzten und nicht polemischen Worten gibt. Kein Mensch außerhalb von Dresden und ein paar Leuten im Literaturbetrieb hätten jemals ein Wort über diese Rede verloren. Richtig. Nur weil sie sich mit ein paar Metaphern vergriffen hat, gab es einen Aufschrei. Also wie damals Sloterdijk mit dem Menschenpark. Mit seinen Anleitungen zum Menschenpark, genau. Also das ist, wo man quasi, wenn man eine Aufmerksamkeit will, natürlich wollen wir alle eine Aufmerksamkeit, weil sozusagen sonst würden wir uns nicht öffentlich hier präsentieren. Dieser Betrieb will einen zwingen, dumm und platt zu werden, damit man gehört wird. Und das, wenn man das nicht mitspielen will, dann kann man nur sagen, na gut, dann bin ich froh, wenn ich wieder meine Türen zumachen kann und in meinem Kämmerlein jahrelang vor mich hinschreibe und schaue, ob es dann irgendwen interessiert und ob es da draußen noch irgendwen gibt, der es versteht und dem das nicht alles zu mühsam und zu dick und zu viele Stimmen. Weil das ist mir beim Schreiben bei so einem Buch alles herzlich egal. Also ob es da jemanden geben wird, dem das passt oder nicht passt, ist mir, wenn ich sowas schreibe, wirklich wurscht. Und ich glaube, es ist die beste Strategie, die man machen kann, um sich auch zu immunisieren von diesem Sog, also genau dieser Versuchung zu sagen, also ich muss alle drei Jahre irgendwas Lautes rausknallen und dann weiß ich, dann traben die Pferdchen oder dann geht das Karussell in Schwung. Das ist furchtbar. Also das finde ich, wenn Sie mich, weil Sie mich gefragt haben, worunter ich eigentlich am meisten leide, ist das, was mir seit Jahren wirklich wachsenden Verdruss bereitet. Gibt es trotzdem Themen jetzt außerhalb derer, die in dem Roman vorkommen, die Sie tatsächlich aufregen, also diese
Die Flüchtlingsfrage ist ja nicht einfach etwas Aufgesetztes, sondern wie wir damit umgehen, wie viel wir verkraften, ob Integration wirklich so einfach ist, wie wir uns das gedacht haben. Ob wir Grenzen schließen oder ob Europa Grenzen schließt oder auch nicht und welche Folgen das hat. Es ist ja aufregend. Natürlich ist das ein hochaufregendes Thema. Und ich war, also keine von denen, ich habe mich ja da auch hier und dort geäußert, die den Satz von Frau Merkel einfach, wir schaffen das, für mehr hielten als für eine menschlich unfassbar sympathische Äußerung, die aber in den politischen Konsequenzen verheerend sein wird, wie man ja dann auch gesehen hat. Weil ich brauche das nicht weiter auszuführen, Abhängigkeit von der Türkei mit all den Folgen, die zu besichtigen waren und sind. Nein, das führt mich zu dem, also ich bin meinen Themen eigentlich sehr treu geblieben. Also da lande ich wieder bei dem Thema, was mich in deutscher Seele ja umgetrieben hat. Lässt sich in einer triftigen Weise, die über das Grundgesetz hinausgeht, beschreiben, was sowas sein könnte, wie eine kulturelle, also das Wort Identität haben wir bewusst vermieden in dem Buch, wir haben es eben lieber Seele genannt. Also gibt es sowas, weil natürlich, was soll man integrieren, wenn keiner weiß, wohin? Also klar, es gibt den Mindestkonsens. Wenn der eingehalten würde, wäre schon eine Menge erreicht, zu sagen, Grundgesetz respektieren und dann ist alles gut. Also das wäre natürlich die absolute Mindestforderung. Also die Mindestforderung. Deutsch können und Grundgesetz und dann muss man sehen, dass wir sie in Arbeit bringen und dann wird es schon laufen. Und trotzdem glaube ich, also auch die Gespräche, die ich mit Freunden hatte, die in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen geboren sind, die auch sagen, naja, also ihr müsst uns schon irgendwie auch erklären können, wohin wir uns integrieren sollen. Und das finde ich eine völlig legitime Forderung. Und das heißt jetzt nicht, dass, also dann kommen wieder die polemischen Gegenargumente, dass ich will jetzt nicht, dass jeder Syrer und jeder Libanese irgendwie einen Dirndl trägt, zum Oktoberfest geht und Weißwurst isst. Das ist ja Quatsch, darum geht es gar nicht. Aber das vielleicht gefallen würde, Wobei aber manche machen das nicht, ja auch sogar es eben. Also, ist nicht, ja klar. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern, aber wenn ein so gar nichts, also ich meine, das Schöne an Deutschland ist, dass es außer den verbrecherisch grausamen 12 Jahren, in die es sich verrannt hat, ja auch eine wirklich reiche Geschichte hat mit den bizarrsten Wegen und Nebenwegen. Und wer so und Deutschland ist ja auch ein unglaublich widersprüchliches Land. Also einerseits irgendwie diese verträumten Waldfreunde, die irgendwie jeden Baum am liebsten umarmen und einen persönlichen und jeden Namen geben. Käfer dazu. Genau. Und dann andererseits Käfer, die Technikfreaks, die wir zumindest mal waren. Ich weiß nicht, ob wir die noch sind. Die großen Innovationen passieren möglicherweise mittlerweile woanders. Ja. Aber ein Land, was daran glaubt, dass man eben, wie heißt es so schön, Vorsprung durch Technik. Und das deshalb sind ist ja, es so schmerzhaft, dass wir ein paar Schlappen erleiden. Ja, VW ging es auch schon mal besser, klar. Aber deshalb verstehe ich nicht, wenn man, also Deutschland macht so reiche Angebote, was man an diesem Land toll finden könnte. Und wenn man aber sagt, mich interessiert davon eigentlich überhaupt gar nichts, außer dass ich irgendwie gehört habe, hier kommt man ganz gut durch. Das ist mir zu wenig, wenn das die Antwort ist, warum jemand mir erklärt, warum er in Deutschland leben will. Was anderes ist, wenn sein Leib und Leben bedroht ist und er sagt, ich muss hier quasi überwintern für eine unbestimmte Zukunft. So wie es viele Exilanten während der Nazi-Gräuel, die sagten, wir müssen jetzt in die USA, aber wir wollen eigentlich keine amerikanischen Staatsbürger werden. Also anders als die Auswanderer im 19. Jahrhundert, die scharenweise in die USA sind, weil sie wirklich Amerikaner werden und dort ein neues Leben anfangen wollten. Das war ja nicht die Situation der Exilanten, die sind in die USA, um zu überleben, haben aber gesagt, wir wollen eigentlich bald wieder zurück. Und das ist ja, vielleicht ist es heutzutage schwerer zu trennen, aber ich finde es ein Unterschied, ob jemand sagt, ich bin euch dankbar, wenn ihr mich quasi überwintern lasst für die harte Zeit, die ich in meinem Land nicht leben kann. Oder jemand, der sagt, ach, eigentlich will ich hier leben. Und jemand, der sagt, ich will aber hier leben. Der, finde ich, von dem darf ich verlangen, dass der irgendwas an diesem Land interessant findet und für sich, wo er sagt, ja, das will ich zum Teil von meiner Identität machen, das will ich zu einem Teil davon machen, warum ich in diesem Land leben will. Würden Sie sagen, Sie sind eine sehr bewusste Deutsche? Also als ich, Sie waren ja früher in Amerika und, glaube ich, da Ihr Deutschsein entdeckt, mir ging es jedenfalls als Schüler so. Da war ich 18 und da hielt ich mich für einen Weltbürger. Und da wurde mir sehr freundlich, aber auch nachhaltig, würde man heute sagen, klargemacht, dass ich trotz allem Deutschen bin, ob es mir passt oder nicht. Ja, so würde ich das beschreiben. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie eine Hurra-Deutsche bin, um Gottes Willen. Also mir ist klar geworden, dass ich sehr deutsch geprägt bin und ich versuche seit einer Weile damit meinen Frieden zu machen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war eine Begegnung mit Thea Dorn.